So. Cobblestone kann man nie zu wenig haben, wie wir schon mal gemerkt haben irgendwann. Dann wird schon wieder Nacht, ne? Meine Güte. So. Pam. Pam. Und hier ist dann das neue Beet. Das heißt, hier ist die Trennlinie, da ist die Trennlinie. Ja. Ja. Genau. Zack, 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 zack. Ja. Bis hier. Gehen wir hier eins tiefer. Doch, passt alles. War gerade kurz irritiert. Na, nein, ist alles richtig. Ja. Wollen wir es ordentlich machen? Ja, wir machen es ordentlich noch. So. Ja. So, zack. Ja, so Cobblestone-Wand halt, ne? Die kann man wahrscheinlich nochmal irgendwie ein bisschen schön machen. Man könnte hier natürlich irgendwie. Ich glaube, das ist geiler. Wir machen hier mal ordentlich. Dann lassen wir nämlich diese Außenumrandung lassen wir, wie sie sind. Und hier innen machen wir dann schöne Steine rein. Hier lassen wir es erstmal noch so, wie es ist. Beziehungsweise machen hier auch schon mal das rein für Steine. Wir bauen hier noch kein Beet hin. So, dann brauchen wir hier. Da ist zu, das heißt 1, 2, 3 hier. 1, 2, 3 hier. Ja, passt doch genau. Siehst du mal, einwandfrei. Da, 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 da. 1, 2, 3 hier. So. Dann hier. Zack. Und schon haben wir hier ein weiteres Beet. Aber hier gehen wir nochmal wieder hoch mit dem Beet, würde ich sagen. Wir machen hier oben mal wieder schön. Machen wir hier zu oder machen wir. Hier wäre ja eigentlich die Lauffläche. Dann machen wir die Lauffläche oben oder gehen wir da schon runter? Hier fängt das nächste Beet an. Das ist auf jeden Fall oben das Beet noch. Das ist noch zu weit, irgendwie, um das runterzubauen. Nee, wir machen die Lauffläche, das geht runter. Wir müssen ja eh runter, also von daher ist alles gut. Und wir kommen ja dann hier oben dann irgendwie von dem anderen Beet auch wieder runter, also von daher alles okay. Dann holen wir hier einmal schön dann Erde rein und dann wird das gleich einmal umgegraben. Dann haben wir nämlich wunderbar schon wieder ein Beet da unten fertig. Und mit dem Runtergehen, da gucken wir gleich mal, wie wir das am schönsten machen. Ah, das kriegen wir auch hin. So. Hopsa. Wurde es nicht gerade irgendwie Nacht? Dachte, das war gerade ein bisschen dunkler. So, da kommt auf jeden Fall schon mal Block Wasser rein. Dann gehen wir mal ein bisschen gucken. Möbel, Steinzeug, haben wir so Ackerbaukiste hatten wir doch auch gehabt schon, ne? Bergbau, Ackerbau. Aber keine hohe. Warte mal, wir gehen mal hier eben eine Hoe holen. So, wir können ja eine aus. Wir haben ja jetzt. Moment. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Copper, Copper, Copper. Machen wir eine Mese? Wir machen eine Mese. Die fliegen eh bald raus. Die Mesehacken. Machen wir so rum. So. Ah. So. Haben wir auf jeden Fall schon mal eine Mesehacke.
können wir schon mal das Feld hacken hier. Du Kuh! Hau mir ab da! Hau mir ab! Nam, 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 nam. Leder und Fleisch kann ich gar nicht aufnehmen gerade. So. Ups. So. So. Dip, 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 dip. Dip, dip, dip. So. Hier ist natürlich jetzt so ein bisschen, und offen und, es wäre ja eigentlich hier oben mit verbunden, ne? Es wäre ja eigentlich... Sieht aber komisch aus. Moment. Na, wir lassen das. Plock. Plock. Vielleicht können wir hier irgendwann mal gucken, dass wir das hier irgendwie schön verbinden lassen. Da habe ich schon eine Idee, wie wir das machen können. Aber erstmal bleibt es dann halt so, wie es ist. Könnte natürlich hier unten einfach noch eine Ebene holen. Das wäre aber... Nee, das wäre dann nicht mehr ordentlich. Nee, wir lassen das einfach so, wie es ist. So. Bisschen Gras wegmachen hier. Ja, ja, komm. So. Dann haben wir nämlich jetzt hier schön unser Beet und du blödes Viech da hinten, du verschwindest einfach mal. Tschüss. So. So. Wir nehmen den ganzen Kram mit. So. Hab's. Dann müssen wir nämlich hier oben wieder durch. Dann müssen wir hier durch. Und dann würde ich sagen, machen wir nämlich hier die Treppe runter. Treppe runter. Noch eine Treppe runter. Ne, hier Treppe runter. Treppe runter, Treppe runter. Das wäre hier dann die letzte, die runter geht. Und das wäre hier oben trotzdem. Hier muss eh weg. So. Ups. Die wird hier enden und wird hier anfangen runterzugehen. Hier runter. Da runter, da ist dann eine, die rausguckt. Nö, das passt. Na, schauen wir mal, wie es aussieht. So. Da haben wir ja noch genug von. Das heißt, ja, was auch immer. Das heißt, wir probieren das einfach mal aus, wie das aussieht. So. 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 Dududududum. Ja, 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 ja. Kann man so anbieten. So, dann geht's hier unten natürlich dann irgendwie normal weiter. Ja. Da wird's dann einfach normal weitergehen auf der Ebene dann. Beziehungsweise wird hier dann vielleicht auch schon irgendwie das nächste Feld sein, was runtergeht. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal hier oben zu. Moment, erstmal bringen wir wieder ein bisschen Zeug weg. Ich glaube, das war doch ein bisschen Cobblestone-mäßig so ein bisschen viel. Wir packen das hier mal hin und das hier mal rein. Und dann können wir nämlich hier den Cobblestone eben kurz wegschmeißen. Und dann holen wir uns unseren Kram hier wieder. Ja. Lehm, Erde, Kies, da rein. Gravel brauchen wir gleich. Und das Holzzeug. Holzzeug. Nee, Steinzeug. Mach ich denn da? Steinzeug brauchen wir auch. Weg, weg, weg. Jo.
Lalalala. Aufnahme läuft noch, Aufnahme läuft noch. Sehr gut. So, hier nehme ich schön zu. Na, upsa. So. So, so ist doch hübsch. Oh, hier hinten genauso. Einmal so zu, einmal so zu. Ja, kann man anbieten, oder? Hier ist falsch, glaube ich. Hier ist falsch. Da muss Kobbel rein. Kobbel habe ich natürlich jetzt keinen mehr dabei, aber da muss Kobbel rein. Und hier muss dann wieder normal Stein rein. Machen wir hier auch noch eben kurz zu. So. Da geht's weiter mit dem Beet. Da geht's weiter mit dem Beet. Nö, hier bleibt es erstmal so wie es ist. Vielleicht machen wir hier auch einen Weg runter. Jetzt kriegt er noch schön seine Fackeln überall dran. So. So. Dip, 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 dip. So. Joa. Dann. Aber hier eigentlich auch schon wieder drauflegen. Dab, 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 dab. Ja. Ja, hier ist oben. Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Na komm. So. Na, so haben wir dann nämlich hier schön. Dann haben wir da unten schön. Da kann man eigentlich auch schon mal hier zumachen. Weil hier nach wäre dann. Wir leuchten hier mal ein bisschen aus. Wir bauen ja hier eh weiter. So. Dann haben wir gleich ein bisschen Licht, wenn wir bauen. Ich glaube, das ist okay. Hey, hey, hallo. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. So. Licht, Licht, Licht. Schön ausgeleuchtet. Gut, hier ist dann eh ausgeleuchtet wieder. Ah, so. Also, da geht's runter. Dann würde ich nämlich sagen, nach dem hier geht es dann hier runter und hier bleibt noch oben. Ja, also hier. Hier geht es dann auf jeden Fall runter. So. Kann man hier eigentlich schon mal ein bisschen vorbereiten. So, hier. Zack. So. Genau, weil hier geht's dann weiter, da geht's dann runter. Da geht's runter. Hier bleibt oben und hier kann eigentlich auch oben bleiben. Na gut, hier hört's dann eh auf. So, dann bleibt der hier oben bis hinten. Na, der kann ja bis hier hinten kann das ja oben bleiben alles. Dann wäre hier dann der letzte. Das. Ja, das geht dann hier runter. Das geht dann. Da. Und dann geht das da. Und dann müsste das Seil wieder hochgehen irgendwie. Ne? Gucken wir mal. Meine, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, da irgendwie Sachen dann hinzubauen. Cobblestone holen. Hier wird eh aufgemacht nachher. So. Da geht's dann. Ah, genau. Und ein bisschen was essen müssen wir auch mal wieder, ne? Och, wir haben so viel Kram dabei, ja. Es muss alles noch gebrannt werden. Ich schmeiß das mal alles hier in die Bergbaukiste. Bam, 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 bam. So.
Wenn das irgendwann mal alles automatisch geht, ne? Aber bis dahin müssen wir halt manuell machen. Ja. Da einmal rein. Die können wir uns eigentlich gleich mal einverleiben, hier die Keule, oder? wollte gerade sagen, wir hatten noch irgendwo noch unsere schönen Ofenkartoffeln gehabt. So. Solange die Kiste hier noch. Hier, es ist ein Hin und Her hier, ne? Was haben wir denn überhaupt an Zeug, was wir eigentlich überall liegen lassen können? Wir haben da hinten was für die Öko-Kiste. Ah, so kannst du ja nicht bauen, ne? Also. So, Leder weg. Die Zäune, na, noch können wir sie nicht zusammenfassen, aber gleich können wir sie zusammenfassen. Moment. Ich würde sagen, wir bauen hier einfach eben erstmal kurz die Zäune. Ne, wir wollen. Doch, wir machen erst die Zäune, dann machen wir Cobblestone und alles weitere ergibt sich dann. Also, hier bleibt es, wie es ist. Ja. Keine Ahnung, bis hier hinten irgendwo. Gucken wir mal. Weg. Zaun. So. Hier bleibt offen. So. Da geht's weiter. Oder? 1, 2, 3, Mitte. 1, 2, 3, hier ist das Wasserloch. Oder? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, Zaun, Weg, Zaun. 1, 2, 3, Wasserloch. 1, 2, 3, Zaun, Weg, Zaun. Eins, zwei, drei, Wasserloch. Eins, zwei, drei, Zaun. Doch. Doch, 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 das passt so. Pam, pam, pam. Es sieht richtig aus, ne? 3, 3, 3, 3. Immer lieber einmal nachgucken, weil wenn es dann falsch ist, wäre halt ziemlich scheiße. So, hier geht's durch. So, hier ist zu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Zaun. Doch, hat doch gepasst, wunderbar. So. Bam, 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 bam. Den machen wir gleich wieder auf den Zaun an den richtigen Stellen. So. Ich mache hier nur erstmal kurz zu, dass das alles fertig ist. So. Muss eh gleich wieder aufgerissen werden. Ja, hier haben wir dann wieder so eine überragende Ecke. Eine überragende Ecke. Die ein wenig überragt. Aber sehr überragend ist in dem Fall. So. 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 Ne, da kommt dann hier Fackel drauf. Ecke runter. So wie da hinten, da wo es noch nicht fertig ist, wo es dann auch noch irgendwie runtergeht, mit irgendeiner Konstruktion wieder hinten beim Hafen. So, hier um einen verschätzt. Auch gut. So. Hier ist zu. Und hier könnte es dann eigentlich dann auf der Ebene dann noch ein weitergehen, bevor es dann runtergeht. Ja, gucken wir mal. Ziehen auch hier erstmal irgendwie den Zaun bis nach hinten durch. Beziehungsweise wollten wir hier eigentlich. Hier wollten wir ja schon einen runtergehen. Das heißt, wir ziehen hier gar nichts durch. Wir gehen hier dann nämlich einfach runter und laufen hier unten dann weiter. Machen hier jetzt erstmal überall auf. Ja. Habe ich eigentlich eine Axt dabei? Nein. Jo, da wäre dann der letzte.
So, das heißt, hier wird aufgemacht. Die sind ja von allen vier Seiten zugänglich, beziehungsweise immer da, wo Weg ist, sind sie zugänglich. So. Hier wird aufgemacht. Ist auch lustig, ne? Wir waren jetzt in der Höhle vorhin und jetzt ist eh hier wieder Handarbeit angesagt. Beziehungsweise irgendwas haut doch hier nicht hin. Irgendwas ist hier nicht. Moment. Alles umsonst. Oh. Das ist das, was ich meine. Man muss halt abzielen. Wenn man sich dann aber schon beim Zielen nicht richtig anstellt, dann hat man halt verloren. Dann darf man nämlich alles nochmal machen. Das ist toll. Das ist super, super. So. Toll. 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 Gut, wir haben es rechtzeitig bemerkt, von daher alles gut. So, dann zählen wir jetzt mal richtig ab, damit das auch richtig funktioniert hier. Also. Hier ist der Weg, da ist der Zaun. 1, 2, 3, Wasserloch. Beziehungsweise 1, 2, 3. Wasserloch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zaun. Weg. Zaun. 1, 2, 3. Zaun. Das ist falsch. Gott, bin ich ein Idiot. Haben wir nicht so Steuerung Z oder sowas? Oh Mann. Nee, der hier ist richtig, ne? Aber hier ist wieder. Hier ist zu. Da habe ich doch glatten Weg unterschlagen. Meine Güte. Ich gehe mal hier raus. So. Hier ist nämlich noch ein Weg. Och, Plong, Plong. Wir machen das mal so, dass der Weg da irgendwie bündig abschließt. Dann ist es einfacher. Ah, gut, der ganze Kram da hinten, da müssen wir gleich mal gucken. Wir machen hier erstmal alles ordentlich. Ja. Hier schließt der Weg bündig ab. So. Hier können wir schon mal reinziehen, den Kiesweg. So. Der andere Weg, der kommt dann nämlich von hier. So. Zwei. Drei. Wenn man das nicht ordentlich macht von Anfang an, dann wird das sowieso alles nichts Vernünftiges. Bam, bam. Gut, da sieht man dann eh nichts nachher. Hier ist Cobblestone, Cobblestone. Warum ruckelt das denn jetzt wie Hulle hier? Bist du hier am Ruckeln? Warum auch immer ich in der Richtung nur 40 Frames habe. Vielleicht ist die Sichtweite doch ein kleines bisschen zu hoch eingestellt. Gut, auch das sind Dinge, die kann man dann immer noch mal klären oder das System ist einfach so ausgelastet mit dem Aufnehmen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Das kann natürlich auch. Nee, hier bleibt zu. Das kann natürlich auch sein. Trotzdem solltest du bitte hier dich einfach mal verpissen. Danke. So. Also. Da ist Cobblestone und hier ist Kies. So. So langsam kommen wir nämlich hier dann wieder in die Ordnung rein. Also. 1, 2, 3, Wasserloch. 1, 2, 3, Zaun.
1, 2, 3 Wasserloch, 1, 2, 3 Zaun. 1, 2, 3 Wasserloch, 1, 2, 3 Zaun. Und dann müssen wir hier hinten auch keine komische Ecke bauen, okay. Dann holen wir den Kram hier nämlich einfach mal wieder weg. So. Ja. Die Außenzäune, das ist ja in Ordnung, das kann ja bleiben, aber der Rest, diese ganzen Zwischendinger hier, die müssen alle nochmal wieder raus. Jetzt haben wir den Weg wieder unterschlagen, ne? Moment, dann machen wir das anders. Machen wir jetzt nämlich ganz einfach. Wir planen das gar nicht vor, sondern wir bauen einfach und gucken mal, was passiert. Außenzaun, wie gesagt, der bleibt. Das ist soweit in Ordnung, aber der Rest, den hauen wir nämlich einfach mal weg, bei der Gelegenheit. Kakao. Schön warm geworden. Und hier? Was haben wir denn jetzt eigentlich? Moment. Seht ihr jetzt nichts von, aber ich blende es gerne mal ein. Mal hier. Tagesansicht. Oh ja, 28 Grad. Kuschelig. So. Upsa. Ich könnte mir natürlich auch mal irgendwie schön eine Axt machen. Hätte ich dann wahrscheinlich viel schneller irgendwie den Kram hier weghauen könnte, aber nö. So. Zack. Außenzaun, wie gesagt, machen wir zu. So, zu. Und weg und weg. 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 So. Hierzu. Hierzu. Hier muss sowieso zu. Das heißt, wir ziehen hier einfach mal ein bisschen Erde rein. Schalalalala. So, das war's mit der Erde. Genau. Gut, da hinten ist eh vorbei. Dann gehen wir doch nochmal eben rein und holen ein bisschen Cobblestone und machen hier dann nämlich schon mal den Außenbereich soweit klar. Da-da-da-dam, ba-ba-ba-bam. So muss das laufen hier. So muss das laufen hier. So muss das laufen. Es muss eh alles weg hier.